So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play WWE SmackDown, Here Comes the Pain. Ja, letzte SmackDown-Ausgabe vor dem nächsten Pay-Per-View. Wir sind ja immer noch in dieser Storyline, wo wir uns entschieden haben, dass Mr. McMahon uns tatkräftig helfen soll oder wie auch immer. Und beim letzten Mal durften wir unsere Skills zeigen vor dem Publikum, indem wir Lita besiegen. Ist das nicht schön? Ja, wir starten ein Programm und here we go. Mal gucken, was auf uns zukommt. Bin gespannt. Mal gucken, Cutscene oder sonstiges. Sieht ganz anders aus. Achso, Ric Flair. Wir spielen ja mit Eddie Guerrero und Ric Flair ist ja unser aktueller Fädengegner oder sowas. Achso, Eddie, ich kann nicht glauben, dass du so tief gesunken bist. Es hat mich schockiert, dass du den Anstand hattest, diese Hand zu schütteln, to shake that shake's hands, wie so ein scheiß Sprichwort. Ich werde sicher gehen, dass ich dir diesen Arm breche bei No Mercy. Ah, No Mercy ist das nächste Pay-Per-View. Heißt der nächste Pay-Per-View? Als Zuschauer brauchen wir ein bisschen reagieren. Kennt man ja. Es war kein Diss an euch, okay? So. Nichts Neues. Jetzt wieder an Steuerung gewöhnen hier. So, jetzt mal wieder eine größere Aufnahme-Session. Aufnahmezeitpunkt ist 19.01.2014. Und erstmal Terry Funk, Rico und Sergeant Slaughter gegen Luke Harper, Eric Rowan und Billy Gunn. Terry Funk, Rico und Sergeant Slaughter gewinnen. Jetzt kommt unser Match, normales Singles Match. Machen wir das nochmal. Ja, was ich sagen wollte, für mich ist Aufnahmezeitpunkt 19.01. Sonntag. So. Heute soll es ein bisschen besser gehen. Ich habe bei den letzten beiden Parts gesagt, dass ich da eigentlich gar nicht so in Aufnahmestimmung war. Aber ich Parts brauchte, ne? Das ist natürlich das Doofe daran, wenn man täglich Parts verspricht. Und man muss man da dann auch einhalten. Irgendwo. Wenn man es sagt. Ja, fahren ja bloß für zwei Parts. Und jetzt ist es Sonntag, jetzt bin ich ausgeschlafen. Und warte nicht alles. Hausaufgaben muss ich zwar auch noch machen. Aber die sind nicht so wichtig. Kennt ihr ja. Nein. Egal, machen wir mit dem Match weiter. Also Anlauf gegen Jimmy Snuka. Okay, der hier kontert, alles klar. Ach ja, hier kannst du Pain, kann ich immer wieder spielen und komme relativ schnell wieder rein in die Steuerung. Das freut mich immer sehr. So, Nightbreaker kennt man ja. So, Top Rope. Und Elbow. Ja, daneben. Na, komm her. Punch. Mit Robert ins Leere. Na? Ich glaube, das hat keine Punkte gebracht, ne? Nö. Ist er gelb. Freut mich. Achso, Attribute auf Skill können wir auch noch machen. Machen wir bestimmt auch noch mal. Oder hatte ich gesagt, machen wir nicht mehr? Ich weiß es nicht mehr. Kommt da angelaufen. Und da war ich da aus. Sowas eben. Sowas eben. Kurz getauntet. So, machen wir jetzt Schönes. Und gekontert. So, also wenn man No Mercy haben, jetzt Oktober war das, ne? Danach kommt, warte mal, im November kommt Survivor Series, dann kommt der Dezember Pay-Per-View. Und dann könnt ihr weiterrechnen. Ja, danach kommt dann Royal Rumble, ne? Und ich weiß nicht, wie der Pay-Per-View, zweite Pay-Per-View im Jahr damals hieß. Werdet ihr dann sehen. Mittlerweile ist ja Elimination Chamber, aber damals war Elimination Chamber noch kein eigenständiger Pay-Per-View, soweit ich weiß. Oh, Enzo Giri, sehr schön gemacht hier von Jimmy. Superfly Snooker. So, was soll das denn jetzt hier? Oh, jetzt chatten die Superfly, ja? Da wollen wir uns ja mal nicht gefallen lassen und der Tiger Driver. Bitte gekonnt, ich freue mich jedes Mal. Jedes Mal freue ich mich. Bulldog. Da müssen wir noch ein bisschen mehr attackieren. Elbow auf den Rücken! Getroffen? Ah, ne, warte mal, Schaden abgezogen, aber nicht getroffen. Was ist das für eine Logik? Man weiß es nicht so ganz. So, komm her. Scheiße, nicht dort. Nein! Wollte doch die Hetze erst zeigen. Was macht er denn hier? Nein. Erste Mal. So, warte mal, ne? So was.
Zack, zack, zack. Weapon. Jawohl, geht. Abfang. Jawohl. So, jetzt warte ich auf ihn. Bombste. Jetzt hätte ich taunten können. Oh. Noch nichts gebracht. Na komm. Jawohl, genau reingelaufen, so habe ich mir vorgestellt. Nein. Jawohl. Und daneben gesprungen. So kennen wir das, ne? So kennen wir das. Ab in die Seile mit dir. Und dann geht's in den Big Body Drop. Taunten. Vielleicht hätte ich mir den zweiten Finisher aufspannen sollen. Oder den ersten Finisher, um dann später Finisher zu klauen. Na? Bam. Wat? 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 Weapon. Aber der gute Jimmy Superfly Snuka hat auch bald einen Finisher. Jimmy Snuka, ja, der Vater von Tamina Snuka. Die ist ja aktuell an der Seite von AJLD, der aktuellen Divas Champion. Vielleicht ist das nicht mehr der Fall, wenn ihr diese Episode guckt. Man weiß nicht ganz. Je nachdem, ob ihr diese Episode 2014, 2015 oder vielleicht noch später guckt. Ich meine, so ein Here Comes the Pain wird ja nie alt, ne? So. Elbow into the face. Punch. Wollte er nicht. So, nochmal hier der Springboard-Ansatz. Geht aus. Corkscrew, Senton. Haben wir mit den Füßen getroffen. Auch immer sehr schön anzusehen. Punch, punch. Und jetzt Anlauf. Bam! Oh Mann, das probieren wir nochmal. So. Anlauf. Boom! Jawohl. Jetzt machen wir das Ganze mit dem Frog Splash zu Ende. Und dann haben wir das auch erledigt. Ne, warte. Wie machen wir das? Vorbereiten möchte ich das Ganze am liebsten mit den Tres Amigos. Ja, und bitte kommen, jawohl. Ja, übertreibt man nicht hier. Drehen. Und jetzt geht's los. Nummer 1. Und Nummer 2. Und Nummer 3. So, nehmen wir die Ecke hier. Ich hoffe, er kann soweit springen. Ich denke doch. Jiri, geh weg! Jawohl! Getroffen. 1, 2 und 3. Jawohl! Na, Sammy, was machst du so? Der ist ja nur aktuelle World Champ, ne? Alles gut verteidigt bis jetzt. Und jetzt Ric Flair gegen Kevin Nash. Skippen wir mal. Cutscene, habe ich mir schon gedacht. Aber wird dann, wenn ich auch skippen kann, dann wird das Matchergebnis keine Rolle spielen. Eddie ist hinter Ric! Oh my god, das ist Eddie! Er attackiert ihn von hinten. Und wo zur Hölle ist er hergekommen? Er ist aus dem Mist gekommen und hat ihn attackiert. Er hat eine Sprühdose. Wird er sie benutzen? Auf Flair? Oh, jetzt kann ich entscheiden, was raus soll. Punk? Next? SOB, son of a bitch. Weiß ich nicht. Was für eine interaktive Möglichkeit hier. Ich mag einfach Stopp irgendwann. Und Punk. Was zur Hölle denkt er sich? Ich hätte auch die Textur hier ändern können. Das wäre gut gewesen. Erst attackiert er eben wie ein feiger Bastard. Ich frei übersetzt. Und dann diese Atrocity. Frechheit. da wird die Hölle los sein bei No Mercy. Oder es wird eine Revanche geben oder eine Rache. Pay. Rache. Also gleich in Little Rock, Arkansas. Die Hintergrundmusik natürlich wie immer von She-Ra und ich muss Promos vorlesen. The Night of Redemption. A showdown of monumental proportions. Flair, I'm gonna hunt you down! He's like a starving beast! You can see the pain in his eyes! He's looking for revenge!
This is what everyone has been waiting for. Everything is on the line. Who will reign supreme? Fragezeichen. Deep blue sea, you and me. Dum, dum, dum. So, Stephanie. Ich möchte danach mein Title Shot wieder für die Tag Team Titel haben. Wäre das okay? Wäre das okay? Warte mal, Title-Info, wir müssen nicht nur unseren anderen Titel oder so verteidigen. Der doofe Sami Zayn ist noch aktueller Champ. Intercontinental Champion ist Samoa Joe, okay. Mann, ey. Was sagt die Card? Bitte nicht so oft. Ah, oh, nur einmal gut. Wieso denn Tables Match? Aber es geht nicht um die Championship, das freut mich. Women's Championship, Trish gegen Victoria, Tara, wie auch immer man sie nennen will. Und Trish Stratus verteidigt. Mick Foley und The Rock, die aktuellen World Tag Champions. Rock'n'Stock Connection gegen die Hardy Boys. Wer macht das Ding? Table Tornado Tag. Rock'n'Stock Connection gewinnt. Und jetzt kommt unser Match. Ein Tables Match. Ja, wir können natürlich weiterhin Ladescreens schicken, wenn ihr wollt. Aber ich bezweifle, dass da noch jemand machen will. Ich meine, das ist ja kostenlose Werbung, ne? Aber nein. Zack. Wie machen wir das am besten? So ein Tiger Driver dadurch wäre schon ganz cool so eigentlich, ne? Oder zählt das aus, wenn man auf ihn rausspringt und er da drauf ist? Ich glaube ja, ne? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Oh Mann, da bin ich getroffen. Jetzt hör auf hier. So, pass auf hier, was wir jetzt hier machen. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. So, na. Na. Na, jetzt kommen wir hier. Blah, blah. Ah, ich hätte gerne eine Leiter, ey. Ist hier eine Leiter? Nö. Der geht auch. Komm her, hier. Hart. Boom! Gleiche Animation wie bei den Chairshots. Was wir machen. Hier kommt der DDT. Machen gleich nochmal. Boom! Und hier, fang. Haben wir noch was Schönes? Können wir Backstage gehen? Ich glaube nicht. Das wäre auch lustig gewesen. Oder? Können wir Backstage gehen? Nö. Ja, wir können da hinten mal wieder den Tisch zerbrechen. Haben wir auch eine Weile nicht mehr gemacht. Das ist eine gute Idee, wie ich finde. Das ist eine sehr gute Idee. Something in my eyes. Die Hintergrundmusik natürlich, wie immer, von Shira.de. Kostenloser Download, Creative Commons. Für eure Projekte nutzbar. Und über eine Spende würden sich bestimmt auch sehr freuen. Komm, bin ich nicht nett, anstatt um Spenden für mich zu bitten, bitte ich um Spenden für andere. Mensch, ich bin so nett, ne? So, hier kann man ja wenigstens noch so rauf. Sehr schön! Warte mal, ich habe eine Idee. Ich würde gerne einen Suplex darunter zeigen. Muss noch bloß herkommen. Aber auch nur darunter. Und dann durch den Tisch. Mal sehen, ob mein Vorhaben klappen wird. Na? Flary? Flary? So, das geht nicht gut aus. Mann. Auch gut. Aber wenigstens kann ich ihn ja direkt dahin whippen. Soweit ich weiß, das geht ja hier, weil hier gab es die Pain. Hui. Na. Oh, so fies ist der Bengel. Komm her jetzt hier. Der schafft es auch nicht hochzukommen, wa? Der schafft es einfach nicht. Hä, wie komme ich denn da jetzt hoch, wa? Ja, ihr kriegt doch Tables. Nein, Flair, ich will da hinten hin. So, ab mit dir dort hin. Und schneller als er, ne? Zack. Boah, danke, aber mir hat der Rücken nicht gekratzt. Oder gejuckt. Was mir gerade so war das. Komm hoch.
Mist. Mist. Aber jetzt hör doch mal auf hier. Verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht. Haltet euer Maul. Denn halt nicht, ey. Ich habe mein Bestes probiert, aber er will einfach nicht mitmachen. Badam, badam. So, wie ist denn der Finisher von Ric Flair? Nur Fliege vor Leglock oder was? Jawoll. Und? Ja, das war ja mal gar nichts. Komm, Running. Quatsch. Tornado DDT. Tornado. Go, go, go. Go. So, Tische kann ich. Idee. Ich weiß nicht, ob ich auf ihn rausspringen kann vom Top Bro. Ich bezweifle es irgendwie. Aber ich kann es ja mal probieren. Mal sehen, ob ihr erraten könnt, was ich vorhabe. Nein! So, mal sehen, ob das klappt. Ne. Mist. Na, leider hat es wahrscheinlich nicht geklappt. So, einmal da rauf hier. Tiger Driver! Tiger Driver! Soll denn der Mist? Das wollte ich eigentlich nicht machen. Ricky! Mal gucken, wann er herkommt. Auch gut. Na Mann! Uff hier. So, sehr schön. Was? Bitte um mich verarschen! Jawoll! Jawoll! Der Tiger Driver! Durch den Tisch! Boom! Gewonnen! Ah, war das ein Geplänkel gerade. Aber hat dann letztendlich doch noch geklappt. Leider ist der andere Tisch nicht durchgegangen. Was will man machen, was? Schau dir diese beiden an! Das ist Realität. Sie sollten wissen, wer die Macht besitzt. Vince McMahon never ceases to amaze me. Oder Vince McMahon schafft... er täuscht mich nie, mich zu... beeindrucken oder so. Ist richtig. Ich hoffe nicht, dass das die Zukunft der WWE ist. Mal gucken, was? Mal gucken. So, 98 Superstar-Punkte, wenn ich das richtig gesehen habe. Und an dieser Stelle speichere ich und werde die heutige Episode beenden. Deal or no deal? Gut, Memphis, Tennessee in der Heimatstadt von Jerry the King Lawler. Im November sind wir jetzt, also ist der nächste Pay-Per-View wirklich Survivor Series. Gut, bis dann, haut rein! So, also diese Episode voll bestückt mit zwei Matches. Jimmy the Superfly Snuka besiegt. Ric Flair in einem Tables-Match besiegt. Und wie geht es jetzt weiter? Wie wird Vince McMahon uns auf die nächste Stufe bringen? Weil Champion sind wir schon und das nicht nur WWE-Champs, sondern auch noch ein paar andere Championships haben wir auf unserer Schulter hängen, ne? Ja, ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei um 18 Uhr. Bis dahin, euer Franz sagt, bis zum nächsten Mal, haut rein. Und komm hoch, wäre cool. Tschüss.